Mein Name ist Stefan Colette, ich komme aus Sils und bin jetzt etwa seit 3,5 Jahren Teil der HMQ AG. Ich habe vor 7 Jahren in Basel das Studium als Geomatik-Ingenieur abgeschlossen. Bin nach dem Studium auf Bern gegangen, habe in einem privaten Ingenieurbüro meine ersten Sporen abverdient und berufsbegleitend an der ETH Zulassung für Geometrieprüfung erlangt. Die SET-Prüfung habe ich 2011 erfolgreich bestanden. In meiner Freizeit, im Sommer vor allem, fahre ich gerne Velo, wandern, shooten. Im Winter bin ich eigentlich, wenn es immer geht, auf der Ski, sei es auf einer Skitour, sei es auf der Piste. Einfach ein bisschen draußen sein, Schnee geniessen. Bei der HMQ kann ich ein sehr breites Tätigkeitsfeld abdecken. In erster Linie bin ich Abteilungsleiter für Abteilung Bau- und Projektmanagement. Kann aber sehr viele verschiedene, sehr interessante Projekte in der Geoinformatik oder auch in der amtlichen Vermessung umsetzen oder begleiten. Was Bauprojekte wirklich im Speziellen interessant macht, ist die Möglichkeit, dass man von Anfang bis zum Schluss dabei sein kann. Von Idee bis zur Umsetzung des Bau bieten wir alles aus einer Hand. Ein typisches Beispiel in meinem breiten Tätigkeitsfeld bei HMQ gibt es eigentlich so nicht. Bei jedem Projekt ist die Herausforderung und die Anforderung liegt es woanders. Was wir dafür haben, sind sehr viele, sehr interessante Projekte. Eines von diesen Projekten, wo wir die Planung letztes Jahr angefangen haben und dieses Jahr den Bau können abschliessen können, ist die Erdgaserschliessung von Thusis, die wir mit der IBC Chur zusammen gemacht haben. Das Typische an diesem Projekt, wie auch bei anderen Projekten bei HMQ, ist, dass wir wirklich von A bis Z dabei sein können, vom Anfang, vom Herausfinden der optimalen Leitungsführung, über die Ausführungsplanung, die Visierung, bis nachher zur Bauleitung und in Betriebnahme vom Ganzen.